Ich habe hier ein normales Kartenspiel euch mitgebracht, das der Zuschauer gerne durchmischen darf, wie er lustig ist. Bei diesem Trick ist es wirklich egal, und dennoch hat er einen sehr, sehr starken Effekt. Der Zuschauer darf sich jetzt irgendeine Karte aussuchen. Da ich jetzt hier keinen Zuschauer bei mir habe, werde ich mir einfach mal eine etwas hintere Karte aussuchen. In dem Fall ist es hier der Herzkönig, den ich auch sehen darf. Es macht keinen Unterschied, den er sich jetzt bitte merken soll. Den Herzkönig verlieren wir jetzt im Spiel, indem er irgendwann Stopp sagt. Sagen wir, dass du jetzt an dieser Stelle, denn er ist so ein Zuschauer, der ziemlich früh Stopp sagt und ziemlich weit hinten eine Karte holt. Der Herzkönig hier nochmal gezeigt, verlieren wir jetzt im Kartenspiel und der Rest kommt drauf. Ohne Breaks, ganz fair. Was wir jetzt machen, ist ganz einfach. Wir riffeln hier mal durch und machen einen Riffle Shuffle, dass der Zuschauer wirklich davon ausgehen kann, dass seine Karte irgendwo im Kartenspiel ist. Und um euch das zu zeigen, dass die Karte nicht oben liegt, gehe ich hier mal ein paar Karten durch. Okay. Ich kann auch mal weitergehen, also es macht wirklich keinen Unterschied. Seine Karte ist auf jeden Fall nicht oben. Und seine Karte ist auch, denke ich mal, nicht unten. Nur zur Sicherheit. Ich kann auch hier weitergehen, aber ihr wisst, was ich meine. Genau. Das heißt, seine Karte ist wirklich irgendwo mitten des Kartenspiels, wenn ich mich das Ganze weiter durch. So. Der Zuschauer soll mir doch jetzt mal bitte irgendeine Zahl sagen. Ihr müsst mir jetzt glauben, das ist jetzt wirklich komplett ausgedacht. Also jetzt hier nicht irgendwie extra eine Zahl gesagt. Ihr könntet wirklich eine Zahl zwischen 1 und 52 sagen. Sagen wir mal, der Zuschauer sagt die Zahl 14. So. Egal welche Zahl, das Trick ist durchgemischt. Ich habe keine Kontrolle. Eure Karte hat nicht oben und nicht unten gelegen, auch weil eure Karte ist irgendwo im Kartenspiel. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist sie an der 14. Stelle. Ihr glaubt mir das nicht? Schauen wir mal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, kurzer Recap. Der Zuschauer hat sich eine Karte aussuchen dürfen. Wir haben den Deck verloren. Sie war nicht oben, sie war nicht unten. Sie war also wirklich irgendwo in der Mitte. Und er hat eine Zahl seiner Wahl gesagt. 14. Hätte der Zuschauer jetzt 13 gesagt, hätte er jetzt hier die Herz 5 bekommen. Das ist die 14. Karte, lege ich da hin. Hätte er 15 gesagt, hätte er den Karo Buben bekommen. Also es ist wirklich random. Aber diese Karte, die 14. Karte, ist in dem Fall der Herzkönig. Und das war, finde ich, ja, der beste Endcard-Ending-Number Impromptu. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie er geht, bleibt doch gerne dran. Würde mich sehr freuen. Bis gleich. So Leute, kommen wir jetzt ja auch schon zu der Erklärung dieses Kartentricks. Also ich habe wirklich einen, oder ihr könnt einen wirklich, ja, normales Deck benutzen. Es ist kein Setup. Ihr braucht wirklich gar nichts. Ihr könnt ein Deck vom Zuschauer bekommen. Ihr könnt ein Deck von euch benutzen. In dem Fall habe ich jetzt das Copac 310 Deck benutzt. Danke an Katamundi für das Deck. Wie er anfängt, ich habe damit angefangen, dass ich halt das Deck erstmal durchgemischt habe. Der Zuschauer kann das gerne durchmischen. Das ist, wie gesagt, impromptu. Bedeutet also, der Zuschauer kann das durchmischen. Ihr könnt das mit jedem Deck machen. Es ist wirklich egal. Am besten ein Pokerkartenspiel. Aber rein theoretisch könntet ihr das auch mit einem Skatspiel machen. Ja. Auf jeden Fall, ihr geht dann jetzt durch das Kartenspiel. Der Zuschauer darf sich jetzt wirklich irgendeine Karte aussuchen. Sagen wir mal, wir nehmen wieder eine weiter hinten. Also, ja genau, in dem Fall jetzt hier die Herz 2 für die Erklärung. Und die Herz 2, die kontrollieren wir jetzt nach oben. Ihr müsst sie irgendwie nach oben kontrollieren. Ich habe einen Control verwendet, den ich demnächst ein bisschen genauer erklären werde. Den habe ich nämlich selbst auf YouTube gefunden. War ziemlich schwierig, den eigentlich zu finden. Ich habe nämlich nach Controls gesucht, da fand ich den eigentlich richtig, richtig geil. Also auf jeden Fall, ihr kontrolliert sie irgendwie nach oben. Ich habe das jetzt so gemacht. Ich mache es mal ganz schnell. Ich habe die hier reingetribbelt mit einem Keycard-Prinzip. Zack. Und dann habe ich die halt genau nach oben gemischt. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe gesagt, yo, eure Karte ist nicht oben. Und wenn ihr zu der Keycard kommt, wisst ihr, die nächste Karte ist die Zuschauerkarte. Aber wie gesagt, dazu gibt es ein besseres Tutorial bald. Dann habe ich das Ganze umgedreht und habe gesagt, eure Karte ist ja auch nicht unten, obwohl sie ja oben liegt. Ihr wisst ja das schon, hier Herz 2. Und dann nehmt ihr die Karten und legt sie unten dabei. Auf jeden Fall, die Zuschauerkarte ist oben. Und jetzt sagt der Zuschauer wirklich irgendeine Zahl zwischen 1 und 52. Und was sehr stark kommt, ist, wenn ihr das Ganze noch durchmischen könnt. Das heißt, ihr mischt das durch und guckt, dass ihr oben der 2 behält, also ein False Riffle Shuffle sozusagen hier. Ihr macht das hier und lässt fallen wegen der Herz 2 hier oben, dass sie oben bleibt. Für mich, ne? Genau. Sagen wir mal, der Zuschauer nennt jetzt hier eine Zahl, sagen wir mal, er nennt 9. So. Dann sagt ihr, okay, pass auf,
ich schnippe oder ihr macht irgendeine Performance, sagt ihr, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, dann macht ihr das. Ihr legt die Karte hier so hin, also das Packet, einfach hier so einklemmen. Genau. Und dann sagt ihr so, ja, ihr könnt Recap machen, also die Zuschauer dürft eine Karte ziehen, dass ihr dem Ganzen das halt erklärt. Ich habe halt gesagt, der Zuschauer hat eine Karte gezogen, er hat sie in der Mitte verloren, obwohl sie die ganze Zeit oben war. Das wisst ihr, der Zuschauer leider ja nicht, oder zum Glück nicht. Und auf jeden Fall macht ihr jetzt diesen Move. Der ist sehr unsichtbar und ihr könnt sagen, yo, hättet ihr jetzt das gesagt, also hättet ihr jetzt zum Beispiel jetzt 8 gesagt, hättet ihr die Pik 4 bekommen. Und eure Karte ist schon da. Ihr habt die Karte in dieser Position und geht mit eurem Daumen hin und also ihr klemmt mit diesen Fingern die oberste Karte, klemmt ihr so ein. So, das heißt, ihr wird hier drauf gezogen. Kurzer Tipp, also ich meine das am besten immer so, ihr sagt, yo, also ihr geht hier sehr eng zu, also ihr macht das hier fast zu und macht den Move erst dann. Das heißt, der Zuschauer sieht nichts und dann tut ihr direkt euren Zeigefinger ausstrecken und zeigen, yo, hätte ich jetzt aber 8 gesagt, hätte ich jetzt die Pik 4 bekommen. Okay, dabei hier nicht flashen. Und dann sagt ihr, okay, dann lege ich hier mal die 9. Karte hin. Und hättet ihr 10 gesagt, hättet ihr die Kreuz 8 bekommen. Ja? Also ihr wisst ja, dass diese Karte hier dann schon liegt, jetzt 2. Ne? Das heißt, ihr habt eigentlich nur gewonnen. Also sagen wir mal nochmal, der Zuschauer sagt 16. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Macht dann nochmal hier diesen Move. Ganz langsam. Ich zeige es euch mal wieder in Slow Motion. Macht. Aber jetzt nicht so offen, sondern wie gesagt, ihr macht das zu. Ihr macht das fast zu. Und sagt dann so, yo, hättet ihr jetzt aber 15 gesagt, hättet ihr den Herzbuben bekommen. Das ist die 16. Karte. Hättet ihr aber 17 gesagt, hättet ihr das Karo-Ass bekommen. Und dann revealt ihr halt, wie ihr wollt, ja, eure Karte und der Zuschauer rastet aus. Glaubt mir, ich habe den Trick schon öfters performt, die Zuschauer kommen nicht dahinter. Und ich würde einfach nur sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr Ideen habt zu einem Trick, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr mal Basic sehen wollt, auch mal vielleicht wieder Cardistry. Könnt ihr es auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, ich werde als nächstes, denke ich mal, hier diesen einen Control erklären, den ich am Anfang ja gesagt habe, Jo, das erkläre ich ja bald. Und ich würde sagen, wenn ihr mehr Tricks sehen wollt, Leute, schreibt es in die Kommentare. Ich wollte mich mal ein bisschen wieder austesten in dem Sachen Card Magic. Auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Ibiza Cardist.